Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen in Heidelberg, in der Taube drin. Fühlt euch wohl. Ich frage euch gar nicht mehr, ich sage euch, es wird ein guter Abend. Es wird besser, als du das vorstellen kannst. Okay, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz besonders die, wie die ganze Woche da waren, ich habe diese 5 Tage eine Liebe entwickelt zu Moses. Ein fantastischer Mann. 40 Jahre in der Wüste, geprägt von Einsamkeit. Und dann kommt dieser Ruf Gottes und er geht auf den Berg. Regelmäßig Tage, Nächte. Und Gott redet mit ihm wie mit einem Freund. Und er geht runter und zeigt in seinem Volk, was Gott gesagt hat. Und er sagt ihnen, wie es weitergeht. Und er sieht das Land von oben. Und er hat so eine Beziehung mit Gott und die Herrlichkeit Gottes ruht auf ihn. Und das wird mein Thema sein heute Abend. Aber bevor wir mal anfangen, möchte ich sagen, lasst uns im Moment das Banner hochheben. Jesus anbeten. Seid ihr bereit? Komm, ich stehe auf. Wir legen los. In Jesu Namen. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Alle Völker. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr, alle Völker. Sein Thron steht fest in Gerechtigkeit. Sein Thron steht fest. Jesus, du bist Herr aller Völker. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr aller Völker. Sein Thron steht fest. Sein Thron steht fest in Wahrheit. Jesus hat durch sein Blut unseren Feind besiegt. Er ist der starke Erlöser. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Alle Völker. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr aller Völker. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß, nie
Gottes ist wie du. Niemand anders ist wie du. Du bist groß. Denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Du bist groß. Du bist groß. Und das stimmt. Wir haben einen großen Gott. Da können wir heute Abend begegnen. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe diesen Mann Moses bewundert, der Mann, der auf den Berg gegangen ist. Gott begegnen. Und weißt du was? Ich sagte heute Abend, wir leben in einer Zeit, wo Gott viele Moses ruft, Leute auf den Berg gehen und sie fangen an, so betet das, was sie vom Berg sehen. Bergbeter. Aber vielleicht möchte ich vorher euch ein Wort vorlesen lassen. Und das Wort oder dieser Psalm fängt an mit dem zweiten Vers. Wer darf auf diese Berg gehen? Aber bitte schön, lauf während diesem Psalm nicht weg. Hab keine Angst. Ende gut, alles gut. Das ist der Psalm 15, ein Psalm von König David. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Nicht verleumdet mit seiner Zunge. Kein Übel tut seinen Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. In dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und keine Bestechung geschenkt nimmt. Gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Wenn man diese Psalm liest, was David sagt, wer darf auf den Berg steigen, auf dem Berg wohnen? Wenn man ganz ehrlich ist, was David sagt, niemand. Nicht mal er. Wer keine Sünde hat, am Ende steht geschrieben, der wie sein Geld nicht mit Zinsen verleiht. Ich habe noch nie keinen Christ gesehen, nicht mal einen Pastor oder einen Apostel, wie auf die Bank geht und sagt, ich möchte keine Zinsen haben. Schenk sie euch. Vielleicht können wir schmunzeln drüber in der Zeit. Aber David macht dieses Maß so hoch, dass niemand auf den Berg kann gehen. Und wenn diese Psalm so liest, dann kann man manchmal entmutigt sein. Aber wir müssen etwas verstehen. Wir müssen das Alte Testament verstehen mit dem Geist vom Neuen Testament. Im Neuen Testament kannst du nicht Gott begegnen, wenn du frei bist von Sünden. Sondern wir können Gott begegnen, weil wir glauben an Jesus Christus, dass er für unsere Sünde bezahlt hat. Wir können auf den Berg gehen, weil wir glauben an die Kraft des Blutes Jesus, die alle unsere Sünde zudeckt. Wir können auf diesen Berg steigen, wir können Gott begegnen. Wir können diesem Gott begegnen, dieser lebendige Gott. Weil Jesus Christus Gnade schenkt über uns. Wenn wir es glauben, wenn wir es nehmen, können wir auf diesen Berg gehen. Und das ist der Unterschied zwischen Alter Testament und Neue Testament. Das bedeutet, wenn du glaubst an Jesus Christus, wenn du glaubst, dass sein Blut alles zudeckt, dann darfst du auf den Berg gehen. Ich sage dir etwas, dieser Berg ist offen für Sünder. Sonst würde ich nicht hochgehen können. Dieser Berg ist gemacht für Sünder. Weil die Liebe Gottes treibt die Menschen zur Umkehr. Im Neuen Testament gibt es Jesus Christus, der vergibt uns alle unsere Sünde. Und wir sind frei, wir können auch zu Gott gehen. Und das geschieht durch den Heiligen Geist im Glauben. Aber jetzt möchte ich erzählen vielleicht, was jeder, wenn er anfängt zu beten, auf den Berg gehen möchte, erlebt. Ich gebe euch ein Beispiel, du sagst, ich werde jetzt beten, aber ich will nicht im Tal beten, ich will nicht für die Klagemauer beten, ich will auf den Berg gehen, Gott begegnen und ich möchte
das Land sehen, wie Gott es sieht von oben, dann werde ich erst beten. Du sagst, okay, jetzt gehe ich auf den Berg hoch. Du fängst an zu beten und normalerweise, wenn du Gott begegnen willst, dann tust du ein bisschen innehalten und sagst, Herr, du bist Gott und ich möchte dir begegnen heute. Und dann tust du innehalten und das Erste, was du spürst, ist dein Gewissen. Dein Gewissen sagt ja sofort, du nicht. Du bist ein Sünder. Du hast nichts geleistet. Du hast negative Gedanken. Du bist ein Egoist. Du hast Charakterschwäche. Dein Leben ist nicht in Ordnung. Deine Familie ist vielleicht nicht in Ordnung. Mach zuerst dein Leben in Ordnung. Du hörst auf dein Gewissen und dein Gewissen sagt, du kannst nicht. Du kannst nicht auf den Berg gehen. Und wenn du auf deine Gefühle hörst, das Gewissen tut immer die Gefühle ganz stark bestrahlen, dann bleibst du unten an der Klagemauer und heulst und jammerst und sagst, bitte, bitte Gott, verdamm mich nicht, gib mir eine Chance. Ich bleibe da unten im Tal drin. Und weißt du was? Der Feind hat es gepackt, dich vom Berg wegzuhalten. Du kannst nicht hochgehen, wenn du auf dein Gewissen und wenn du schaust, was du dein Gewissen ist, nichts anderes als der Baum der Erkenntnis, gut und schlecht, wie im Paradies war, wo Adam und davon gegessen hat und Eva. Und plötzlich haben sie gewusst, was gut und was schlecht ist und die Gemeinschaft mit Gott war weg. Ich glaube, es ist so etwas, wie wichtig ist, dass du nicht auf dein Gefühle, nicht auf dein Gewissen, nicht auf Religiosität hörst, sondern es gibt etwas, wie möchte, dass du auf den Berg gehst. Es gibt einen Gott, der ruft, der dich ruft. Es gibt einen Gott, wie einen Wunsch hat, dass seine Kinder, seine Beter hochkommen, dass er ihnen zeigen kann, was er vorhat. Der Geist Gottes ruft, der Heilige Geist ruft. Und wenn du deinen Heiligen Geist berührst in dir drin, denn Gott ist Geist. Und wenn der Geist in dir ruft, dann musst du gehen. Dann musst du lernen, in deinen Gefühlen, in jeder Religiosität, aus eigener Kraft hochzugehen. Es gibt so Glaubensleute, die denken, ich muss nur proklamieren. Ich gehe auf den Berg hoch, ich gehe auf den Berg hoch, ich gehe auf den Berg hoch. Ich kann dir sagen, wenn du 3 Kurven gegangen bist, wirst du mit deinem Glauben runtergehen. Nicht dein Glaube macht es, sondern der Ruf Gottes. Und ich sagte, wir leben in einer Zeit, wo Gott Menschen ruft, Männer und Frauen, Beter, Sünder, Menschen mit Defiziten, und er ruft zu seinem Berg hoch und sagt, okay, kommt nach oben. Ich brauche Moses, ich brauche Befreier, ich brauche Leute, die das Land verändern. Ich brauche dich, komm nach oben. Punkt 1, nicht auf die Gefühle schauen, nicht auf dein Gewissen schauen, nicht auf theologisches Altes aufgebautes, sondern auf den Ruf Gottes. Und ich kann dir etwas sagen, heute Abend glaube ich, dass Gott nochmal den Ruf viel stärker wird loslassen. Und er wird dich berühren in deinem Haus, wo du bist. Vielleicht liegst du schon im Bett und bist krank und es geht dir nicht gut, aber weißt du was, wenn der Ruf Gottes bis in dein Schlafzimmer, bis in dein Bett reinkommt, ich kann das sagen, da wirst du nicht mehr müde sein, da wirst du aufstehen und wirst sagen, ich will jetzt auf den Berg gehen. Ich will dieses Land sehen. Und ich glaube, dass es etwas wichtig ist. Weißt du, es gibt Talbeter und es gibt Bergbeter. Was ist ein Talbeter? Dieses Todestal. Vor einige Jahre war ich im Schwarzwald, habe jemanden besucht und die Person hat mich mitgenommen und wollte mir ein bisschen die Gegend zeigen. Und im Schwarzwald gibt es so ganz kleine Täler, wo es ganz wenig Touristen gibt, sehr tief, drumherum hohe Berge, so ganz schmales Tal. Und es war so, glaube ich, September, Ende September. Und da war ich in diesem Tal drin und dann habe ich gemerkt, dass mittags am 14:45 die Sonne von der Straße schon weggegangen ist. Am 14:45 war keine Sonne mehr da. Und dann hat mir die Person gezeigt, schau mal, das ist die Südseite, da ist es 5 Minuten noch mehr. Und auf der Nordseite, die Straße da oben, am 2 mittags ist schon keine Sonne mehr. Ist alles weg. Und tatsächlich habe ich einen Mann getroffen, der oben wohnt. Und er sagt mir, guter Mann, das ist noch gar nichts. Im Oktober bis März
habe ich das ganze Jahr kein einziges Mal eine Sonne, wie über mein Haus kommt, über mein Garten kommt. Und sein Rasen war total voller Moos. Das ist Tal. Wenn du Pech hast, hast du ganz wenig Sonne. Und du siehst ganz wenig. Ich war Gott so dankbar, dass ich nicht im Tal wohne, sondern dass mein Haus ein bisschen in der Höhe ist. Dass ich ein bisschen mehr Sonne habe. Ich möchte nicht irgendwo leben, wo es gar keine Sonne gibt. Und das sind für mich auch im Geist Talprediger, Talbeter. Die sind immer unten, haben immer Schatten und ganz wenig Sonne. Wenn du vom Berg bist, du hast die Sonne. Du hast eine Sicht. Und das ist das Wort für Prophetische. Wenn du auf den Berg kommst und die Atmosphäre verändert sich Stück für Stück, dann bist du plötzlich über den Umständen. Und du fängst an zu sehen, was Gott sieht, und Gott fängt da an zu zeigen. Gott kann dir nicht das Land zeigen, wenn du Tal bist, weil wenn du die Augen aufmachst, siehst du einen Berg vor dir, einen Berg vor Probleme. Wenn du auf dem Berg bist, fängt Gott dir an zu zeigen, dein Land. Schau mal dieses Land an. Dieses Land möchte ich dir geben. Und dann fängst du an, eine Vision zu bekommen. Du fängst an, Glauben zu bekommen über dein Land. Weißt du, wenn du jahrelang im Tal gebetet hast und du bist, ich will es mal so sagen, ziemlich matsch heute Abend, dann möchte ich dir sagen, ich kann dich verstehen. Ich kenne eine ganze Gruppe Talbeter. Und als ich zum Glauben gekommen bin, bin ich auch in so Gebetskreis gekommen. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, die lese die Zeitung und die Probleme, wie in der Zeitung drin stehen, wie ich sie gelesen habe, runterbeten. Und ich habe gewusst, das ist nicht für mich, weil es Talbeter waren. Und ich wusste, es gibt einen Berg, und wenn du auf diesen Berg gehst, wirst du ganz anders beten. Dann siehst du, wie Gott sieht, du hast die Vision von Gott. Heute Abend möchte ich dich fragen, hast du Lust, auf diesen Berg zu gehen? Hast du eine Sehnsucht, dass dieser Gott, den Moses gerufen hat, dich ruft? Und du hast keine Entschuldigung. Moses hat auch Entschuldigung gehabt. Wer bin ich? Mich kennt niemand. Bis Gott ungeduldig war und ein Stück sauer war. Und dann ist er gegangen. Warte nie, bis Gott ungeduldig wird und eventuell sauer wird und eventuell andere Leute ruft. Sondern heute Abend, wenn Gott dich ruft, wenn du heute Abend spürst, dass es an Gott geht, wie dich auf den Berg möchte nehmen. Ein Gott, wie dich gebraucht. Ein Gott, wie dir dein Land zeigen möchte. Was er aus deinem Leben vorhat. Was er am Leben von deinen Kindern, von deiner Familie, von deiner Stadt, von deinem Land. Da wirst du ganz anders sein. Meine letzte Reise, Missionsreise, wie ich gemacht habe, wenn ich das Missionsreise nennen kann, bevor das dieser Virus unseres Landes zugemacht hat, war die Schweiz. Und ich war 3 Abende in Bern. Und wir hatten fantastische Erweckungsabende mit viel Gebet, mit dem prophetischen Geist erlebt. Aber das Schöne war für mich, 3 Morgen hat mich Gott gerufen, an einen Platz zu gehen. Und es war mein Berg. Ich war an diesem Platz und hatte Begegnung mit dem Herrn. Ich hatte Begegnung mit Engel. Und der Herr fing mir an zu zeigen, was er aus der Schweiz vorhat. Und das hat mein Herz so berührt. Und am Abend ging ich in die Versammlung. Ich habe nicht viel gepredigt, sondern ich habe erzählt, was Gott vorhat mit diesem Land. Dass dieses Feuer Gottes wird kommen. Dass Erweckung wird kommen. Dass die Stadt Bern berührt wird. Dass die dämonischen Mächte von dieser Stadt, dass dieser Hauptdämon, wie alles kontrolliert, er wird weggehen. Dass Engel kommen werden. Und plötzlich kam ein Gebetsgeist. Und plötzlich sah ich in diesem Raum, wie die Leute im Geist geschrien haben, wie sie gebetet haben, wie sie gejubelt haben, wie sie prophezeit haben. Und ich kann nur sagen, es ist nichts Schöneres, auf den Berg zu gehen und zu sehen, was Gott sieht. Du, wie vielleicht Gebetsleiter bist und du hast keine Idee mehr manchmal, wenn die Leute kommen mit ihren Problemen, lerne es, vorher auf den Berg zu gehen. Sag deine Leute, lass die Probleme vor der Tür. Geht auf den Berg, betet. Wenn du nach Hause gehst, vor der Tür,
Vielleicht gibt es gar keine Probleme mehr. Vielleicht sind sie so klein geworden und haben sich aufgelöst. Du wie Gemeindeleiter bist, du wie predigst, du wie Lobpreis machst, du wie evangelisierst. Geh auf den Berg und seh, was Gott dir geben möchte. Du kannst manchmal schon sehen, welche Leute zum Herrn kommen werden, sich bekehren werden. Als ich ganz frisch gläubig war, als ich ganz frisch evangelisiert habe, am Samstagabend, habe ich eine Vision gehabt im Gebet und ich sah ein junges Mädchen mit schwarzen, langen Haaren, ein hübsches Mädchen, und Gott hat gesagt, die wird sich bekehren und die wird Lobpreis machen und es wird eine Anbeterin werden. Ich hatte so eine Vision und den anderen Tag habe ich Gottesdienst gehabt, ich habe Aufruf gemacht und ich hatte es total vergessen. Und dann gucke ich nach vorne, da stand sie vor mir. Und das Erste, was ich ihr gefragt habe, nach, möchtest du Jesus annehmen? Kannst du ein Instrument spielen? Kannst du singen? Und sie sagt, ja, ich bin Musiklehrerin, ich bin Keyboardlehrerin. Gott kann dir zeigen, vorher, was er dir geben möchte. Wenn du auf den Berg gehst, dann wird dir Gott das zeigen, dieses Land wird er geben möchte. Und dann hör mal zu, ich bin ein bisschen verrückt, aber es ist okay. Jetzt bist du auf dem Berg oben und jetzt fängt der Gott an zu zeigen, was er möchte. Das Land. Was machst du dann im Gebet? Dann spring rein. Im Geist spring rein. In ein paar Minuten werde ich beten, dass der Geist Gottes dich auf den Berg bringt. Und dann wirst du vielleicht heute Abend einen Moment das Land sehen, wie Gott dir gibt. Und dann machen wir die Kamera aus, das Licht aus und dann springen. Nein, ich rede einfach vom Geist. Wir werden die Kamera nicht ausmachen. Und du wirst springen, das bedeutet, Herr, ich glaube es, ich proklamiere und ich sage ja zu diesem Land, wie du mir gegeben hast. Und ich sage ja zu dieser Funktion, auch wenn es über meinen Verstand geht, weil die Bibel sagt, Gott, du kannst mehr geben, als wir uns vorstellen können. Und wenn du vom Berg bist und hast die Vision, dann spring. Das bedeutet, ich sage ja dazu, das ist mein Land, ich werde reingehen. Ich werde alles machen, ich will es haben. Spring. Und dann fällst du runter, weil die Kamera ausgeht und weil du keine Musik mehr hörst. Nein, du wirst nicht runterfallen. Weißt du, wir werden es laufen lassen. Und das hat einen Grund. Wisst ihr, was ich gern anschaue, was ich gern bewundere? Auch besonders, wenn ich in den Bergen bin, in der Schweiz oder in Österreich, da gibt es einen Sport, das heißt Paragliding. Und da sind Leute, die gehen auf den Berg, auf einen anderen Berg, nicht auf einen geistlichen Berg, und sie springen runter. Und dann gehen sie ganz langsam gehen sie runter und sie bleiben so in der Luft drin. Und dann suchen sie etwas. Sie suchen einen Aufwind. Und dann kommt dieser Aufwind und trägt sie wieder hoch. Sie können manchmal stundenlang da oben bleiben. Wir werden heute Abend nicht allein auf den Berg gehen, sondern wir werden geistliche Paragliding machen. Das bedeutet, du bist auf dem Berg und plötzlich hast du in deinem Herzen einen Eindruck. Meine Familie, meine Stadt, mein Hauskreis, mein Job, meine Gemeinde, vielleicht dein Land und Gott zeigt dir etwas. Und dann sprengst du. Und wir werden etwas machen heute Abend, wenn ich gebetet habe. Du weißt doch, unsere Lobpreisleiterin, unsere Doro, sie wird Lobpreis machen. Und sie wird etwas machen, sie wird diesen Aufwind produzieren, diese prophetische Aufwind. Sie wird Gott anbeten, sie wird manchmal prophetisch singen. Und ich kann das sagen, ich habe es manchmal selbst genossen, wenn ich hier von der Kamera weggehe. Ob ich zu Hause war und habe es gehört, spürte ich öfter so dieser prophetische Aufwind, wo man wieder Lust hat, im Geist zu bleiben. Diese Abende, wie ich mache keine Abende, um schöne Predigte, dass er zuhört, sondern ich bin da, um Menschen zu rufen, zu beten, auf den Berg zu gehen und zu springen. Und dann probieren, sensibel zu sein auf diese Aufwinde. Wenn du heute Abend da bist und du fängst an zu beten
und du spürst dieser prophetische Geist in deiner Wohnung, dann hör nicht auf. Das sind wunderbare Momente, wo du in der Luft bist zwischen Realität und zwischen Gott. Und das Prophetische bringt dich nach oben und nach unten. Und heute Abend wird es einige Aufwinde geben. Spätestens heute Abend ganz lang. Wenn du reinhörst, spürst, dass etwas da ist, wie dein Geist wieder hochbringt. Und manchmal, wenn dein Geist manchmal da ist und du spürst diesen Aufwind, wie da ist, kann es möglich sein, dass Gott dir ein ganz neues Land, eine ganz neue Mission zeigt, ein ganz neuer Ort zeigt. Solange wie dieser Aufwind da ist, bete. Das ist prophetisch beten. Und ich kann etwas sagen, wenn du so betest, wirst du nicht müde. Das ist nicht Kämmerlein auf die Knie, sondern das ist das prophetische Beten. Du bist immer zwischen Erde und Himmel. Und der prophetische Geist kann hoch und runter gehen. Es kann möglich sein, dass du heute Abend müde bist und ins Bett gehst und einschläfst. Es kann möglich sein, dass du heute Nacht aufwachst und du spürst immer noch in deinem Geist diesen Aufwind. Dann bleib du einfach in deinem Bett liegen und fang an im Geist zu beten. Und Gott wird öfters deinen Geist gebrauchen zwischen Himmel und Erde in diesem prophetischen. Und du wirst morgens aufwachen und du wirst manchmal wissen, heute Nacht war ich irgendwo. Mein Geist, der war irgendwo. Wenn du ein bisschen Zweifel hast am Übernatürlichen, dann möchte ich dich ganz kurz erinnern, ein Berg. Das ist dieser Berg der Verklärung. Als Jesus hochgegangen ist auf diesen Berg, als Jesus auf diesen Berg hochgegangen ist, plötzlich ist alles anders geworden, was nicht mehr Erde, sondern ein Stück Himmel ist runtergekommen. Und da war Elia und Mose da und hat sich unterhalten mit ihm. Das ist dieser Berg, von dem ich dir erzähle. Hör auf, in deinem religiösen Tal zu bleiben. Hör auf, in deinen Gefühlen zu bleiben. Gemeinschaft mit dem Ankläger der Brüder. Du darfst auf den Berg. Das Blut Jesus deckt alle deine Sünde zu. Deckt alle deine Schwachheit zu. Alles. Und Gott ruft. Gott ruft. Er ruft. Wenn Gott dich nicht rufen würde, würde ich heute Abend nicht da sein. Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Prediger. Ich bin auch kein Pastor. Aber ich weiß etwas heute Abend. Gott ruft Moses. Gott ruft ganz viele Moses, Befreier, wie das Land einnehmen. Nicht Talprediger, nicht Leute, die vor der Klagemauer sind, sondern Gott ruft Moses, auf den Berg hochgehen und von Gott etwas bekommen. Gott ruft jetzt. Ich möchte beten. Wenn du die Möglichkeit hast, streck noch deine Hände zu Gott heute Abend. Mach einen Moment deine Augen zu. Du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Und ist mein Ruf, ist mein Ruf. Ist es mein Ruf, wie kommt? Ist es mein Ruf? Wenn er nicht auf meinen Ruf hört, wie soll ich dieses Land berühren? Wie soll ich das Land kaufen? Es ist mein Ruf. Ich ruf dich. 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 Hör den Ruf heute Abend. Ich rufe dich. Ich ruf dich. Ich ruf dich. Hörst du mich nicht? Ich rufe dich. Ich rufe dich.
rufe dich. Ich rufe dich. Ich rufe dich, mein Sohn. Ich rufe dich, meine Tochter. Ich sehe gerade, wie überall, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, wie plötzlich Leute im Geist diese Berg hochgehen. Ich sehe sie im Süden, im Norden, im Westen, im Osten. Ich sehe gerade die Menschen den Berg hochgehen. Nicht einmal heute Abend, sonst ist es deine Berufung. Ist deine Berufung. Geh, geh, es ist diese Zeit zu gehen. Ich rufe dich, komm zu mir.
dich. Ich rufe über Länder und Nationen. Ich rufe dich. Ich halt Ausschau. Wo ist ein Herz bereit für mich? Bist du es? Ich rufe dich. Komm zu mir. Ich rufe dich und ich salbe dich. Ihr sollt meine Propheten sein für dieses Land. Mit mir rufen mit Jesus herrschen. So herrsche mit Jesus. Herrsche mit ihm. Oh, hörst du es nicht? Hörst du nicht meinen Ruf? Meine Stimme erschallt. Sie erschallt über Deutschland. Wo bist du? Wo bist du? Wen soll ich senden? Wen soll ich senden in die Städte? Das meinen Namen trägt. Ich rufe mir ein Volk, das mit mir herrschen kann. Wen soll ich senden? Der Vater ruft. Seine Stimme erschallt über die Erde. Dein prophetischer Ruf geht aus heute her. Und du rufst deine Propheten, du rufst sie, du rufst sie.
sie auf deinen Berg. Sie sind würdig. Wer darf gehen auf den Berg des Herrn? Wer darf gehen auf den heiligen Berg? Wer darf gehen auf deinen Berg? Wer darf gehen in dein Haus, Herr? Der gerecht ist vor dir, mit deinem Blut gewaschen, versöhnt mit dir. Kostbar.
so erhebe dich aus dem Staub. Strecke dich aus zu mir.
Zeiten. Und neig dein Ohr zu ihm. Er will deinen Mund füllen mit seiner Wahrheit, mit seiner Weisheit. Du rufst unser Land und du rufst Propheten, die aufstehen. So steh auf. Steh auf, David, steh auf. Steh auf, David. Deutschland, über die Schweiz, über Österreich. Sein Ruf erschallt. Und seine Engel sind ausgesandt zu dir. Oh.
Gottes an dir. Oh, oh, oh.
du wirst brennen für mich. Sprich, dein Gott. Es ist mein heiliges Feuer. Es ist mein heiliges Blut. Und ich gieße es aus über dich. Ist vorbei. Siehe, Neues kommt zu dir. Ich starb für dich auf Golgatha und du bist frei. Du bist frei. Du bist frei. Durch mein Blut. Durch mein Blut. Durch mein Blut kann ich stehen vor dir. Herr, durch dein Blut kann ich auf deinen Berg gehen. Und ich stehe davor und ich zögere. Doch dann sehe ich in deine Augen hell. Sie sind voller Liebe. Und ich höre, wie du sprichst. Komm zu mir. Denn ich liebe dich. Und dann spring ich in deine Arme her. Und ich gehe den ersten Schritt. Immer näher zu dir. Schaue auf dich, gehe immer weiter zu dir. Laufe dir entgegen, und du lächelst mich an, hey. Kann dir nicht widerstehen.
Und so spring ich in deine Arme, bis ich dich berühren kann. Und ein Feuer geht aus von dir. Und ich komme immer näher. Spür dieses Feuer. Spür deinen Wind, der mich nach oben trägt. Bin immer näher, schaue niemals zurück. Schaue nur auf dich. Alles andere verblasst in deiner Gegenwart. Herr, ich vermisse dich schon. Wenn ich noch gar nicht auf dem Berg bin, so groß hast du meine Sehnsucht gemacht. Schmecke und sehe, bevor ich dich erkenne, Herr. Spüre deine Herrlichkeit und deine Heiligkeit kommt immer näher. Geh noch einen Schritt zu dir und du läufst mir entgegen. Zeigst mir deine goldenen Straßen her. Auf dem Weg des Lebens. Ich bin rein durch dein Blut. Ich bin rein durch dein Blut und verkünde das Gnadenjahr des Herrn. Die angenehme Zeit bricht an. Denn du bist mein Befreier. Du bist mein Befreier. Und ich will dir treu sein bis zum Ende. Und dich anbeten, Herr.
beten dich an. Wir beten dich an. Bete dich an. Und jetzt bin ich ganz oben auf dem Berg angekommen, Herr. Durch deine Gnade, Herr, schaue mich um suche dich, Herr, wo bist du? Suche dein Angesicht. Such den Vater und den Sohn. Stehst du neben mir, hast meine Hand gehalten die ganze Zeit, warst du neben mir und ich hab dich nicht gesehen, Herr, hab dich nicht gespürt, hab dich ignoriert. Warst die ganze Zeit neben mir, hast meine Hand gehalten, hast mich begleitet auf dem Weg zu dir. Und ich hab dich nicht gesehen, nicht gespürt, ignoriert, hatte keine Zeit für dich. Doch du warst bei mir. Warst bei mir die ganze Zeit. Wolltest mir dein Reich zeigen, doch ich war nicht bereit. Doch heute kommst du mit deiner Gnade und holst mich zurück zu dir.
über mir. Und wir werden brennen für dich. Unser Land. Wen soll ich senden? Wer wird gehen? Bist du ein Mose für mich? Überleg es dir. Er streckt seine Hand zu dir. Unser Jesus streckt seine Hände aus zu dir, zu seinen Kindern heute. Verstocktes Herz erneuern, will dich verändern in sein Ebenbild. So laufe ihm entgegen. So komm näher, meine Braut, damit du geschmückt wirst. Denn du sollst rein und heilig werden. Greife seine Hand, sie ist ausgestreckt für dich. Und er will dir zeigen sein Reich, seine Herrlichkeit. Er will dich führen zum seinem Thron, will dir zeigen deine Bestimmung. Thank you.
starbst für uns auf Golgatha und zog dort unsere Sünde an. Durch dein Blut machtest du uns frei. Heute stehen wir vor Gott als die Gerechtigkeit. Du starbst für uns auf Golgatha und zogst dort meine Sünde. Durch dein Blut machtest du mich frei. Und heute stehen wir vor Gott, ist die Gerechtigkeit. Wir sind frei, hab Dank dafür, Herr Jesus Christ. Wir sind frei und unermesslich reich durch dich. Wir sind frei. Du starbst für mich auf Golgatha und zogst dort meine Sünde an. Durch dein Blut machtest du mich frei. Und heute stehe ich vor dir als die Gerechtigkeit. Wir sind frei, hab Dank dafür, Herr Jesus Christ. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei, hab Dank dafür, Herr Jesus Christ. Wir lieben dich, Gottes Lamm, Herr der Herren, du bist unser Friedefürst. Wir sind frei, du starbst für uns auf Golgatha. Und zogst dort unsere Sünde an. Durch dein Blut machtest du mich frei. Und heute stehen wir vor dir, ist die Gerechtigkeit. Wir sind frei, hab Dank dafür, Herr Jesus Christ, wir sind frei und unermesslich reich durch dich. Wir sind frei, hab Dank dafür, wir lieben dich. Gottes Lamm, Herr der Herren, du bist unser Gottes Lamm, Herr der Herr, du bist unser Friedefürst. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Denn du starbst für mich.
Du starbst für mich auf Golgatha und zogst dort meine Sünde an. Durch dein Blut machtest du mich frei. Und heute stehe ich vor dir, ist die Gerechtigkeit. Wir sind frei. Wir sind frei. Du starbst für mich auf Golgatha und zogst dort meine Sünde an. Durch dein Blut machtest du mich frei, o Herr, und heute steh ich vor dir. Wir sind frei, hab Dank dafür, wir Jesus Christ. Wir sind frei und unermesslich reich durch dich. Wir sind frei. Dein Blut. Vater, wir danken dir, dass wir frei sind. Wir sind frei durch deinen Sohn, Jesus. Wir sind frei. Weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sind frei. Durch dich, Jesus. Und wir sind frei und geheiligt durch deinen Ruf. Und so wollen wir dir folgen. Wir wollen dir folgen, Herr. Wir wollen einstehen, Herr, für die Länder. Und wir kommen in unser verheißenes Land. Und die Schweiz, sie kommt in ihre Bestimmung. Und Österreich. Kommt in ihre Bestimmung, in seine Bestimmung. Und Frankreich. Herr, dort wird dein Reich gebaut. Und du wirst viele Propheten werden aufstehen in Frankreich. Und viele von deinen Propheten werden aufstehen in der Schweiz. Denn sie werden gehen auf die Berge. Und dein Gnadenjahr verkündigen. Sie werden ausrufen, die angenehme Zeit.
und es wird keine Knechtschaft mehr sein. Dein Volk wird nicht mehr trauern und weinen, sondern es wird bei dir sein. Es wird verkünden, das Gnadenjahr des Herrn. Denn dein Ruf erschallt über die Erde. Und wir verkündigen über Deutschland das Wort Gottes. Es ist ausgesendet. Und es wird geschehen. Wer deinen Namen anruft, der wird errettet werden hier in diesem Land. Und darf auf den heiligen Berg Wer deinen Namen anruft, Herr, der soll errettet werden. Herr, dein Ruf, er erschallt über unser Land. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und es wird sich ein Volk versammeln. Das Hunger hat nach dir. Und du wirst ihren Hunger und Durst stillen, Herr. Wir rufen die Erweckung aus über unserem Land. Wir rufen sie aus über Deutschland. Die Städte, sie sollen brennen mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und wir rufen zu dir, Österreich. Du bist geliebt von dem Herrn und du wirst gezogen aus lauter Liebe zum Herzen Gottes. Und wir rufen zu dir, geliebte Schweiz, du kommst in deine Bestimmung. Die Schande ist weggenommen von dir. Denn du bist seine Braut. Der Bräutigam ruft dich, Schweiz. Er will sich mit dir vermählen. Und die Engel sind ausgesandt über der Schweiz. Und sie sind ausgesandt in die Nationen. Sie sind Botschafter des Herrn. Wir rufen aus über unserem Land, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Herr, und du suchst dir ein Volk, das deinen Namen trägt, das sich versammelt vor dir. In Einheit
und jede verschlossene Tür wird aufgehen. Herr, danke, dass deine Engel jetzt in Deutschland unterwegs sind und dass sie in diesen Städten die Tore aufmachen, weit für den Herrn der Herrlichkeit. Alles, was verschlossen ist, soll geöffnet werden. Auf der Erde, unter der Erde, über der Erde. Denn wir herrschen mit dir, Jesus. Und deine Engel sind ausgesandt. In die Städte von Deutschland. Und sie blasen die Posaunen und rufen aus das Gnadenjahr des Herrn. Öffnen verschlossene Tore und bringen Freiheit in die Kerker hinein. Sie sind ausgesandt von Jesus und sie blasen die Posaunen öffnen verschlossene Tore und machen viele Brunnen frei. Brunnen der Erweckung wird fließen. Denn sie schöpfen das alte Wasser ab. Und sie bringen Gottes Herrlichkeit. Du starbst für uns auf Golgatha und zogst dort meine Sünde an. Durch dein Blut machtest du mich frei. Und heute stehen wir vor Gott als die Gerechtigkeit. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Und du nimmst mein Opfer. Thank you.
immer wenn du bei mir bist, spüre ich dich. Wenn du neben mir stehst, sehe ich dich. Geh nicht mehr an dir vorüber, ignoriere dich nicht mehr, so darfst du uns rufen, Tag und Nacht, Tag und Nacht. Wir stehen bereit für dich, Tag und Nacht. Steht deine Armee vor dir. Sie ist gegürtet in Wahrheit. Sie ist geschmückt mit dir. Sie hebt das Banner hoch und zieht ein ins verheißene Land. Hat Gnade vor deinen Augen gefunden. Juble, du Unfruchtbare, freue dich, denn dein Herr ist dein Gemahl. Und freue dich auch, Israel. Freut euch, ihr Länder und Nationen. Juble, du unfruchtbares Land, Deutschland. Freue dich. Denn dein Gemahl wird der Herr sein. Und du wirst dich ausbreiten. Nach rechts und nach links, nach oben und unten. Und nur einen Augenblick habe ich dich verlassen. Aber mit ewiger Gnade hole ich dich zurück zu mir. Geliebtes Deutschland, und deine Armee wird es ausüben, Herr. Sie wird kämpfen für dich. Sie ist gerufen von dir und sie wird aufstehen für dich. Und so soll es geschehen. Und dieses Land gehört nicht dem Feind.
sondern es wird erobert werden. Du bist ein siegreicher Held, Jesus. Du starbst für uns. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, als Wohnung für den Heiligen Gott. Wie Steine schön geformt, aus deiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Wohnung und der der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist, bete an. Komm, so wie du bist, für deine komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott.
Komm. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bist. Für mich, drum komme ich.
komme, wie ich bin. Ich komme, so wie ich bin. Du starrst für mich, drum komme ich. Ich komme, so wie ich bin, zu dir. Auf deinen Berg her. Du nimmst mich so, wie ich bin. Du nimmst mich so, wie ich bin. Starrst für mich, komme ich. Ich komme. Ich bin. Ich komme, so wie ich bin, zu dir. Ich komme, wie ich bin. Ich komme, wie ich bin. Ich komme, wie ich bin, denn du starbst für mich, so komme ich. Ich komme, wie ich bin. So wie ich bin. Du nimmst mich so wie ich bin. Ketten zerbrechen, über mir Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, deine Arme. Ketten zerbrechen. Deine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen.
Es ist Kraft in dem Namen Jesus. 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 Und Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen. Es ist Kraft im Namen Jesus. Es ist Kraft in dem Namen Jesus. Es ist Kraft in dem Namen Jesus. Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen. Eine Armee steht auf. Eine Ketten zerbrechen. Mauern stürzen ein. Verdammnis geht weg. Anklage geht weg. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. Power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain. Break every chain. Du bist Herr. Du bist Herr. Du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss Jesus ist der Herr. Du bist Herr.
Liebes, Herr. Du bist auferstanden und du bist mein Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus ist der Herr. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist gekommen, kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, an das Leben nach
dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube an Christus. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist, an deine Herrlichkeit. Das ewige Leben, glaube an dich, Jesus, mein Geliebter. Und ich glaube, dass du hier bist. Ich kann dich sehen. Nichts gegen uns vorzubringen, Herr. Oh, du sehnst dich nach einem Volk, das dich anbetet Tag und Nacht. Du sehnst dich nach einem Volk, das über Länder und Städte prophezeit, Herr. Du sehnst dich nach einem Volk, in dem dein Feuer brennt, das sie rufen zu dir, Herr, sende mich aus. Du sendest uns aus und du suchst ein Volk. Oh. Das mit dir herrscht und in deiner Herrlichkeit zu Hause ist. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Du suchst ein Volk, das prophezeit über Städte und Länder. Steh auf in Österreich. Du suchst ein Volk ohne
Flecken und Runzeln. Schmückst deine Braut. Hier bin ich, Herr, sende mich. Hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Hier bin ich, Herr, salbe mich mit deinem kostbaren Öl. Shinanamasanio, kokalabasanio, renanamasanio, kialabasanio, shialababasanio, holalaisanio, re. Canamatico dorobosandio, se alabasandio doroso doro, olabasandio, que cananamatio, se sanata alabasandio.
gewaschen deinem Blut, Herr. Rein gemacht und heilig. Und sie springt zu dir. Du gibst ihr von deinem Wasser des Lebens umsonst. Trinke von deinem Wasser, denn der Weg ist weit für dich. Und ich soll nie mehr dürsten. Trinke von seinem Wasser. Und nimm von seinem Öl und salbe dich mit köstlichen Salben, damit du ein Wohlgeruch bist vor dem Herrn. Und nimm von seinem Blut und esse von seinem Fleisch und du wirst leben. Sein Wort soll reichlich unter euch wohnen, spricht der Herr. Damit es ausgesendet wird und es kommt nicht leer zurück zu mir. Herr, wir sprechen dein Wort aus über die Nationen. Wir sprechen dein Wort aus über die Nationen. Und jeder andere Gott muss schweigen. Du bist der Gott Abrahams, Isaak und Jakob. Du bist der Gott von Mose. Du bist der Gott von Elia. Du bist der Gott von David. Du bist der Gott. Du bist unser Gott. Herr, und wir suchen dich. Wir suchen dein Angesicht. So sei uns gnädig, Herr. Du hast deine Armee, ihre Übertretungen vergeben. Wohl dem, der nicht sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust an dem Herrn. Wer will mein Prophet sein? Spricht der Herr. Wer will mein Wächter sein, wenn der Morgen anbricht? Wer will mein Botschafter sein? Wer will mein Botschafter sein für die Schweiz? Wer will mein Botschafter sein für Deutschland?
Wer will mein Botschafter sein für Österreich? Wer will mein Botschafter sein für Israel? Wer will mein Botschafter sein für Ägypten? Wer will mein Botschafter sein für Pakistan? Herr, du rufst Männer und Frauen, die heilig stehen vor dir. Wer will mein Botschafter sein für Frankreich, für Rumänien, für Polen, für Europa? Für China, wer möchte mein Botschafter sein? Wer möchte mein Prophet sein? Du starbst für uns auf Golgatha. Oh, wir sind dein Herr. Deine Stimme Herr, deine Stimme, sie erschallt Stimme, sie erschallt. Wir sehen deine Herrlichkeit. Wir sind erfüllt von deiner Gegenwart. Deine Stimme, sie erschallt. Wir suchen deine Herrlichkeit. Wir sind erfüllt mit deiner Gegenwart und beugen uns vor deinem Thron. Ja, wir beugen uns vor deinem Thron. Heiliger Gott, wir beten an. Deine Stimme, sie erschallt. Wir sehen deine Herrlichkeit. Wir sind erfüllt von deiner Gegenwart. Boy,
wir lieben dich. Deine Herrlichkeit, o Herr, o wir lieben dich. Lieben dich. Beten dich an. Ich bete dich an, Tag und Nacht. Und sage, ich liebe dich. Wir beten an. Amen, Amen. Wir beten an. Amen, Amen. Wir sagen Tschüss aus Heidelberg und der Friede Gottes soll euch begleiten bis morgen um 21 Uhr. Geht's weiter mit der Botschaft von Piero Fei. Danke, dass ihr da wart.